Dann ist es jetzt Zeit für mich, einen neuen Speaker einzuführen. Das ist Steini. Der Steini hat auf dem 32C3 schon mal einen ganz ähnlichen Talk gemacht, nämlich Quantenphysik und Kosmologie. Jetzt dürft ihr nochmal eure Hände benutzen. Wer hat den Talk gesehen? Egal ob live oder als Stream oder aufgezeichnet. Ganz schön viele. Okay. Damals hat er uns erzählt von Energieportionen, Unschärfe, Verschränkung, schwarzen Löchern, Quantenfluktuation, der Entstehung des Universums und Gott. Das alles in nur 45 Minuten. Was hätte er uns nur alles beibringen können, hätte er 3 Stunden Zeit gehabt. Aber zum Glück ist er jetzt wieder da mit seinem alten Format Physik für blutige Anfänger und wird uns auf seine ganz besondere Steini-Art helfen, die Relativitätstheorie zu verstehen. Also einmal großen Applaus für Steini. Danke. Ja, wir müssen anfangen. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Das wird eine ordentliche Druckbetankung heute. Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Das ist was in Esoterikerkreisen permanent abgelehnt wird. Und deswegen erstmal 2 Disclaimer. Die Relativitätstheorie, die spezielle und die allgemeine, ist nichts, was irgendetwas beweist oder was richtig oder falsch sein kann, sondern das ist einfach etwas, was die Natur momentan, so wie wir sie beobachten können, am besten von allen Theorien beschreibt. Das heißt nicht, dass sie richtig ist oder so irgendwas, das heißt nur, dass wir im Augenblick keine bessere haben. Und sie ist deswegen so gut, weil sie eigentlich alle Beobachtungen, die wir in der Physik der großen Dinge machen können, also alles, was mit großen Entfernungen, großen Geschwindigkeiten, großen Massen zu tun hat, sehr, sehr gut beschreibt. Sie beschreibt nicht alles. Da gibt es einen riesen Konflikt mit der Quantenphysik. Da habe ich vor 2 Jahren drüber geredet, über die Quantenphysik. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ich will versuchen, euch möglichst zügig und möglichst nachhaltig euer Weltbild zu zerstören von der normal wahrnehmbaren Welt. Das ist für euch an sich ohne Bedeutung, weil die relativistischen Effekte, die werdet ihr körperlich selbst so wahrscheinlich nie wirklich erfahren können. Aber dennoch ist sie von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis unserer Welt. Und darum geht's in der Physik, nämlich Theorien zu entwickeln, wie eigentlich diese Welt funktioniert. Und jede Theorie, die das will, die muss alle Beobachtungen, nicht nur ein paar, 2, 3, sondern alle Beobachtungen, die man machen kann, möglichst präzise beschreiben. Und das tun alle Esoteriker ausnahmsweise nicht. Und deswegen möchte ich mit Hitchens Razor starten. Etwas, was ohne Beleg behauptet werden kann, kann auch ohne Beleg verworfen werden. Also bitte, ne, wer irgendetwas in dieser Richtung... Wer irgendwas in der Richtung behauptet, ja, der muss damit rechnen, dass alle Physiker sagen, ja, mir doch egal. Ja? Also ihr müsst euch mehr Mühe geben, ihr müsst euch auf den Arsch setzen und wirklich eure Theorie gegenüber allen Beobachtungen überprüfen. Und nur wenn das klappt, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ich habe was entdeckt. So, und damit geht's los. Relativitätstheorie, da muss man erstmal klären, was ist eigentlich relativ? Das ist total schnell gemacht. Wenn wir uns gegenüber sitzen, in der Mitte ist ein Becher und dann ist der Becher randvoll mit Wasser, der hat so einen Henkel dran, ja, und dann sind wir beide gegenüber sitzend der gleichen Auffassung, wie voll der Becher ist. Der ist nämlich voll. Das heißt, wir beobachten das Gleiche. Und wo wir uns aber nicht einig sind, ist der Henkel links oder rechts. Du siehst nämlich, der Henkel ist links, ich sehe, der ist rechts. Das ist relativ, das hängt vom Betrachter ab. Und das ist das Wesen der Relativitätstheorie. Darum geht es im Großen und Ganzen, nämlich um die Betrachtung von Experimenten, die man machen kann und die relativ zu etwas sind. Und da müssen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Der Isaac Newton, der hat ja so Mechanik beschrieben, der hat so die Welt beschrieben, wie sie funktioniert und Gleichungen aufgestellt und die funktionieren im Großen und Ganzen ganz gut. Die funktionieren also so gut, dass wir damit eine Raumsonde zu Pluto schießen können und die kommt an.
Insofern ist die Haken dran, beschreibt die Welt perfekt, alles super. Ja, aber die hat ein paar Probleme. Die hat zum Beispiel das Problem, dass es in der Newtonschen Mechanik, da gibt es nichts, was irgendwie Zeit braucht, um eine Wirkung zu haben. Gravitation zum Beispiel, zack, unendlich schnell, gar kein Problem, die ist halt da, zwei Körper ziehen sich an, end of story. Und das ist aber ein Problem. Warum das ein Problem ist, hat der Maxwell beschrieben in seinen Maxwell'schen Gleichungen. Da hat er einfach die elektrische Kraft und die magnetische Kraft in einem Gleichungssystem vereint, ganz wunderbar, so dass also die neuen Gleichungen beide Kräfte als quasi eine, nämlich die elektromagnetische Wechselwirkung beschreibt. Und diese Beschreibung passt viel besser zur Realität als alle bisherigen bis dahin. Und in dieser Maxwell-Gleichung, da gibt es die elektrische Feldkonstante und die magnetische Feldkonstante. Und dann gibt es da Formeln und Sachzusammenhänge, die sparen wir uns, weil dafür reicht die halbe Stunde nicht. Und wenn man die verschwurbelt, dann kommt raus, dass diese elektromagnetischen Wellen eine Maximalgeschwindigkeit haben. Und diese Maximalgeschwindigkeit, naja, das ist die Lichtgeschwindigkeit, weil Licht ist ja eine elektromagnetische Welle. So, also diese Gleichungen, das war lange vor Einstein, also lange vor Einstein, sagten, die Lichtgeschwindigkeit, die ist, hat ein Maximum. Und außerdem kommt in den Gleichungen nichts vor, was irgendwie damit zu tun hat, dass sich die Lichtquelle, ich mit der Taschenlampe, irgendwie bewegt. Und das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil, ja, was heißt denn das? Wir kennen das alle, wenn wir rennen und werfen den Ball nach vorne, dann hat der Ball meine Wurfgeschwindigkeit plus meine Geschwindigkeit. Und die Maxwell-Gleichung sagt aber davon gar nichts. Und damit konnten die alle wahnsinnig schlecht leben und deswegen haben sie versucht, in unzähligen Experimenten zu beweisen, dass das so nicht ist, dass also die Lichtgeschwindigkeit sehr wohl davon abhängt, wie sich ein Körper bewegt. Und was haben sie getan? Sie haben Experimente entwickelt. Das Michelson-Morley-Experiment ist eines der wesentlichen Experimente zu diesem Thema. Jetzt muss man vielleicht kurz überlegen, wie kann man denn überprüfen, ob Maxwell überhaupt recht hat. Da misst man die Geschwindigkeit des Lichts. Das ist wahnsinnig schwer. Galileo hat es versucht mit Spiegel auf und zu klappen und auf dem Berg, woanders steht einer und klappt auch. Und da haben sie aber festgestellt, egal wie weit die auseinander sind, da ist innerhalb der Messungenauigkeit nichts zu messen von Lichtgeschwindigkeit. Das hatten wir beim Quantenphysik-Vortrag ja auch schon. Ein probates Mittel, die Lichtgeschwindigkeit zu messen, ist, ich schieße ein Licht durch ein Zahnrad, das sich schnell dreht und die Zähne, da schieße ich genau zwischen den Zähnen durch. Da wird das Licht also immer verdeckt von einem Zahnrad, also hinter dem Zahnrad kommen immer nur so Lichtpulse raus. Die fliegen jetzt irgendwo auf den Spiegel, dann kommen sie zurück. Und wenn das Zahnrad nur schnell genug dreht, wird dieser Lichtimpuls irgendwann auf das Zahnrad klatschen und irgendwann auch wieder durchkommen. Und darüber kann ich sozusagen durch die Rotation meines Zahnrads und diesen Lichtpuls, der hin und wieder zurückläuft, kann ich sozusagen messen aus der Rotationsgeschwindigkeit des Zahnrads, wie schnell war wohl das Licht gemessen auf die Strecke bis zum Spiegel. Dabei kommt raus, schon sehr genau, 298.000 Kilometer pro Sekunde. Wahnsinnig schnell, ich glaube 108 Millionen Stundenkilometer oder irgend sowas. Das ist sehr schnell. Und jetzt wollten Michelson und Morley zeigen, dass das, wovon alle so wahnsinnig gerne gehabt hätten, also so wirklich gerne gehabt hätten, dass es real ist, nämlich dass diese Welle sich in einem Medium bewegt. Ja, also wir kennen das Wasser schwappt als Welle, ja, dann ist das Wasser das Medium und die Welle ist sozusagen die Bewegung des Wassers. Oder Schallwelle, da vibriert die Luft und das, was da vibriert als Welle, das ist dann halt die Schallwelle. Und so hätte man wahnsinnig gerne gehabt, dass die Lichtwelle, also die elektromagnetische Welle, in irgendwas schwappt. So, und das hat man dann den Lichtäther genannt. Und alle waren sich so einig, die steckt zwar in Maxwell nicht drin, aber toll wäre es doch, wenn es die gäbe. Naja, dann beweisen wir doch mal, dass es die gibt, machen eben ein Experiment. Michelson-Morley, ich schieße einen Lichtstrahl in dieser Richtung, ich schieße einen in dieser Richtung. Am Ende ist jeweils ein Spiegel, die kommen zurück, halbdurchlässiger Spiegel. Und da gehen die jetzt durch und jetzt löschen die sich aus, wenn sie genau die gleiche Phase haben. Dass sie also sozusagen, wenn der eine mit dem Tal kommt, ist der andere ein Berg und dann löschen die sich aus. So gestalte ich den Spiegel und die Längen der beiden Arme und dann ist das Licht, löscht sich aus, ist dunkel. Und jetzt weiß ich ja, die Erde, die rotiert einmal um sich selbst, rasend schnell um die Sonne und außerdem mitsamt der Sonne noch ums Zentrum unserer Galaxie.
Brauche ich jetzt also dieses Konstrukt aus zwei Spiegelarmen jetzt nur drehen und dann werde ich ja feststellen, aha, in der einen Richtung ist die Lichtgeschwindigkeit schneller als in der anderen, weil in der anderen, da bin ich ja schon mit samt Erde unterwegs, also ist das Licht ja durch den Lichtäther sozusagen, wenn es im Lichtäther sich bewegt ist, bin ich in der Richtung, in der ich mich bewege, muss das Licht langsamer sein. Ja, die Theorie ist ganz einfach, wenn ich mich also so die Idee des Lichtäthers mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewege, dann sehe ich so ein Photon hier so seicht an mir vorbeiziehen mit 10 km/h, wenn ich sozusagen 10 km/h langsamer bin als die Lichtgeschwindigkeit. Das wäre toll, das wäre aber auch an vielen Stellen fatal, wie wir gleich noch sehen werden. Worauf ich raus will, ist, die haben im 19. Jahrhundert sehr, sehr doll versucht, diesen Lichtäther zu retten und sind dabei kolossal gescheitert. Da ist keiner. Also da ist nichts, worin sich das Licht bewegt. Scheiße. So, und dann noch viel schlimmer als das, kam halt raus, ja, Maxwell hat irgendwie recht. Daraus folgt nämlich, das Licht ist immer gleich schnell. Das Licht hat also eine, und da sind wir bei absolut oder relativ, das Licht hat eine Absolutgeschwindigkeit. Und es ist völlig unabhängig davon, wie schnell sich der Betrachter, der es losschießt, bewegt. Ja, also das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich hier, da ist jemand, der steht hier und ich renne da weg. Mit 90% der Lichtgeschwindigkeit entferne ich mich von dieser Person. Und der schießt jetzt mit so einer Photonenkanone, gelandet Taschenlampe, in meine Richtung. Dann würde ich erwarten, dass sich dieses Licht nur mit 10% der Lichtgeschwindigkeit mir annähert. Das ist nicht der Fall. Das Licht nähert sich, wenn ich das messe, von mir aus, immer noch mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, scheiße. So, was machen wir denn da? Wie kriegen wir das wieder heile? Wenn die Lichtgeschwindigkeit absolut ist, dann bricht dieses Weltbild vom absoluten Raum und auch der absoluten Zeit zusammen. Und jetzt kommt warum. Wir bauen eine Lichtuhr. Spiegel, Spiegel, 15 cm auseinander. Jetzt flitzt hier ein Photon auf und ab. Das macht es in einer Sekunde ungefähr 1 Milliarde Mal. Und ich sage nach jedem Mal, wenn es hier aufklatscht, macht es Tick. Ja, und dann nach 1 Milliarde Mal ist eine Sekunde vorbei. So, und jetzt stellen wir uns mal im Weltraum vor, so komplett leer. Komplett leer, nichts drin, einen absolut leeren Raum, wahnsinnig langweilig, wir in der Mitte, Lampe in der Hand, Lichtuhr, tick, 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 tick. Diese Uhr tickt immer gleich, ganz egal, wie schnell ich mich durch diesen Raum bewege, wobei man hier physikalisch aufpassen muss, schnell macht in einem leeren, absolut leeren Universum keinen Sinn. So, warum nicht? Ja, schnell in Bezug auf was? Es gibt ja diesen absoluten Lichtäther nicht, diesen Raum nicht, in dem man sich schnell zu bewegen kann, sondern ich bewege mich nicht. Im absolut leeren Raum bewege ich mich nicht, egal was ich tue. So, jetzt kommt da was auf mich zu. Hat auch so eine Lichtuhr. Ja, und jetzt, hier, da ist die Lichtuhr und jetzt gucken wir mal, die bewegt sich, ja? So, was sieht man? Naja, das macht so einen Zickzack. Klar, wenn es nicht zickzack machen würde, würde es ja den Spiegel verfehlen. Der Spiegel ist ja jedes Mal ein Stück weiter. Jetzt ist die Lichtgeschwindigkeit aber absolut. Also absolut. Das heißt, das Licht ist noch genauso schnell, wenn ich da jemanden an mir vorbeiziehen sehe. Also noch genauso schnell, immer noch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, es muss aber einen längeren Weg zurücklegen. Das geht nur und tatsächlich nur, wenn für das Objekt, diese Lichtuhr, die Zeit langsamer vergeht. Das heißt, wenn die Geschwindigkeit des Lichts absolut ist, und das haben wir ja eben schon gekauft, da gibt es andere Experimente, die das belegen, dann muss die Zeit relativ sein. So, und jetzt können wir sagen, na gut, das Licht am Laser, der Laser ist speziell, das ist ja Licht. Jetzt stellen wir da eine Uhr oben drauf, ja, die alle 1 Million Mal, ja, die macht einfach, die misst Sekunden. Das ist das, was eine Uhr tut. Sekunden messen, tick. Tick, tick und zwischendurch macht es 1 Milliarde Mal paff. Der hier vorbeigeflogen kommt an mir, der sieht ja was völlig anderes. Der sieht ja aus seiner Sicht genau das Gleiche wie ich. Der schwebt da im Raum und ich komme an ihm vorbeigeflogen. Und meine Uhr macht so und seine macht so. Und allem 1 Milliarde Mal macht es tick. Seine Lichtuhr und seine normale Stoppuhr sind also absolut synchron. Das heißt also auch die Stoppuhr geht offensichtlich langsamer.
für den anderen Betrachter. Und beide haben recht. So, und jetzt kommt ein Problem. Gut aufpassen. Jetzt könnte ja, also beide sehen, dass die Uhr des jeweils anderen langsamer geht. Weil das Licht ja von dem jeweils anderen so macht. Wenn die jetzt miteinander reden könnten und sich das sagen, in no time, also ohne dass Zeit vergeht, ohne dass für die Kommunikation Zeit vergeht, dann hätten wir ein handfestes Paradox. Dann müssten ja beide sagen, du, deine Uhr geht irgendwie langsamer als meine. Und das ist ja paradox. Und genau deswegen, weil das Paradox wäre, und Albert Einstein ganz schlecht mit paradoxen Dingen leben kann, kann man Informationen nur in endlicher Zeit, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit, übertragen. Weil die Information zu übermitteln, der eine, der fliegt ja unbeschleunigt, gleichförmige Bewegung in die Richtung, der behauptet von mir, ich bewege mich in die Richtung. Naja, jetzt müssen wir uns ja mitteilen, was wir beobachten, und das geht nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und dadurch kommt das wieder in Ordnung. Ja, ich erspare euch die ganzen Gleichungen, schaffen wir auch in einer halben Stunde locker nicht. Deswegen machen wir das nicht. Aber nur dadurch, wenn man akzeptiert, dass die ja eh nur mit Lichtgeschwindigkeit miteinander kommunizieren können, dann funktioniert das mit dem Auflösen des Paradox. So, wir sehen also, die Zeit ist irgendwie relativ, die muss relativ sein, wenn die Lichtgeschwindigkeit absolut ist. Dann wird es natürlich schwierig, auch mit dem Begriff gleichzeitig. Was heißt denn das dann? Was ist dann gleichzeitig für jemanden? Jetzt machen wir folgendes Experiment, das hat Einstein in Gedanken auch gemacht. Wir befinden uns im Jahr 1905 ungefähr. Da war er 26, hat sich schon seit 10 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Er sagt, da fährt ein Zug, der fährt in den Bahnhof, da fährt er so durch, unbeschleunigt, gleichförmige Geschwindigkeit. In der Mitte von dem Zug ist eine Lampe, gleich weit entfernt sitzt jeweils eine Person. Die sehen ja die Lampe in der Mitte stehen, beide bewegen sich in diesem Zug. Für die also bewegt sich der Zug nicht, der ist gut gelagert, es ruckelt nichts, es wackelt nicht. Für die bewegt sich so relativ gesehen, also der Bahnsteig außen so in der anderen Richtung vorbei. Jetzt geht in der Mitte die Lampe an, das Licht hat in beide Richtungen den gleichen Weg, also würden beide sagen, oh, das war gleichzeitig. Ja, muss ja auch sein, Lichtgeschwindigkeit ist absolut, die steht in der Mitte, der Weg ist identisch, baff, gleichzeitig. Draußen steht einer, der sieht jetzt die beiden mit der Lampe in der Mitte vorbeifahren. Jetzt geht da in der Mitte die Lampe an. Das Licht ist mit absoluter Geschwindigkeit unterwegs, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Während es in die Richtung fliegt, ja, bewegt sich ja aber der Zug. Das heißt, dieses Ende bewegt sich weg. Und dieses Ende bewegt sich drauf zu. Die Geschwindigkeit ist noch absolut, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber die Entfernung von dem hinteren Beobachter wird weniger und die von dem vorderen wird mehr. Das heißt, der hier hinten sieht den Impuls eher als der vorne. Die sehen das nicht. Also der, der auf dem Bahnsteig steht und den Zug vorbeikommen sieht, denkt sich, das war doch nicht gleichzeitig. Der eine hat den, also hinten, der hat den viel eher gesehen als vorne der. Ja. So, und damit können wir die Gleichzeitigkeit begraben. Es gibt so etwas wie gleichzeitig nicht, jedenfalls nicht absolut, denn Gleichzeitigkeit ist relativ. So, und hängt, ist wie Kunst, Licht im Auge des Betrachters. Ja, also wer von Gleichzeitigkeit reden will, muss auf jeden Fall sein Bezugssystem dazu sagen. Nur innerhalb des Zuges war das gleichzeitig, außerhalb nicht. So, und dann kommen wir noch, und da müssen wir auch relativ schnell die Kurve kriegen, zu der Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Energie, den Impuls? Ich mache ein kleines Gedankenexperiment, damit wir weiterkommen. Wir haben ja noch die allgemeine Relativitätstheorie auch noch vor uns. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben 2 Billardkugeln. Hier fährt der Zug. Ja, ihr seht ihn hier so über die Bühne fahren und hier sind sozusagen 2 Billardkugeln, die senkrecht dazu aufeinander zufahren und dann so abprallen, dass die eine mit dem Zug und die andere entgegengesetzt dem Zug sich bewegen. Diese Billardkugeln haben eine Masse und so eine Masse, ne, hat, wenn sie bewegt ist, eine Trägheit, so, die hat einen Impuls. Das heißt, das ist irgendwie, die hat ja sozusagen eine träge Masse und eine schwere Masse, so sagt man.
Und die knallen jetzt also aufeinander. Und jetzt haben wir die Geschwindigkeit der beiden Kugeln so gewählt, dass die eine Kugel genauso schnell in diese Richtung fährt wie die Bahn. Und die andere Kugel bewegt sich nach hinten. Mit doppelter Geschwindigkeit quasi aus Sicht der Bahn in dieser Richtung. Was sieht der auf dem Bahnsteig? Der sieht, zwei Kugeln klatschen aneinander, fliegen in beide Richtungen auseinander, beide gleich schnell, beide den gleichen Impuls. Was sieht der in der Bahn? Der Bahn sieht, die fliegen und dann fliegt die eine Kugel genau neben ihm her. Relativgeschwindigkeit zu ihm selber gleich null. Da tut sich nichts. Die andere Kugel fliegt mit doppelter Geschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit der Bahn in dieser Richtung. Jetzt wissen wir aber, Geschwindigkeit und Zeit und so ist relativ. Das heißt, aus seiner Sicht steht die Bahn ja still und die Kugel flitzt mit höherer Geschwindigkeit nach da. Für die Kugel geht die Zeit anders. Ja? Und dann wird es trickreich, weil das bedeutet, die hat jetzt auch einen anderen Impuls. Scheiße. Schon wieder was Relatives. Also auch die Energie, die so ein System hat, die Energie, die so eine Kugel hat, ist abhängig von Betrachter und die ist nur relativ auf irgendetwas. So, und das ist, glaube ich, so der wesentliche Kern der speziellen Relativitätstheorie. Und da wird es dann auch gleich, dann muss ich euch gleich nochmal richtig eins um die Ohren hauen. Diese Veränderung des Impulses und damit auch der Masse in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Das ist so das zweite wesentliche Element der speziellen Relativitätstheorie. Wenn ich etwas schneller mache, also beschleunige, und da kommt ein neues Wort, ist ja hier für blutige Anfänger. Beschleunigung heißt ja, ich mache irgendetwas immer schneller, mache ich ja auch immer relativ zu irgendetwas. So, wenn ich also etwas beschleunige, dann verändere ich automatisch auch die Masse von dem, was ich da beschleunige. Das heißt, die Masse steigt. Das ist, wir kommen gleich noch zu einer Kurve und dann kriegt ihr das auf den Schirm. Das heißt, wenn ich was immer doller beschleunige, hat es immer mehr Masse und ich brauche also immer mehr Energie, um es noch weiter zu beschleunigen. Und das Ganze eskaliert in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich also jetzt mit fast 99,99% Lichtgeschwindigkeit was bewege, relativ zu was anderem, und möchte es noch weiter beschleunigen, dann brauche ich wahnwitzig viel Energie, weil es schon so viel Energie und damit Masse hat. Ja, und da wusste man auch schon lange vor Einstein, ist auch noch eine wichtige Erkenntnis, Einstein hat sich mit Verlaub E gleich mc Quadrat nicht selber ausgedacht. Ne? Einstein hat es nur zu Ende gedacht. E gleich mc Quadrat war in speziellen Fällen von vielen anderen Wissenschaftlern vorher auch schon verwendet. Fresnel, Poincaré und so weiter. Die wussten im Prinzip schon, dass die magnetische Energie proportional zu einer Scheinmasse mit Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Also der ist nicht so wups, spups, die wups, aus dem Himmel fällt diese Formel, sondern das ist eine Gemeinschaftsarbeit von ganz, ganz vielen Wissenschaftlern und Physikern der damaligen Zeit. Einstein war brillant darin, das zu Ende zu denken. Einstein war brillant darin, das auf den Punkt zu bringen und konsequent anzuwenden und zu sagen und dann auch zu beweisen, das ist wirklich nicht nur für Spezialfälle so, sondern er konnte zeigen, es ist für alle Fälle so. Das heißt, um was zu beschleunigen, um was immer weiter zu beschleunigen, brauche ich immer, immer mehr Energie. Und jetzt möchte ich euch ein Bild ins Hirn zaubern. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Zeit eigentlich so was Spezielles, anderes wie Raum gar nicht ist. Stellen wir uns mal vor, und das ist ja eine der großen Leistungen von Einstein, dass die Zeit Teil des Raums ist, also sozusagen verbunden. Ich kann, wenn ich mich verabreden will, dann kann ich mich nicht nur drüben am Infopoint verabreden, sondern ich muss auch sagen, wann. Ja, sonst verfehlen wir uns, wie wir uns im Raum verfehlen, wenn der Ort nicht klar ist. So, das heißt, und physikalisch gesehen ist die Zeit auch gar nicht so was Spezielles. Die hat irgendwie nicht so spezielle Parameter. Also ein Physiker könnte dir gar nicht so genau sagen, was die Zeit ist. Und Einstein hat jetzt einen Trick gemacht, hat gesagt, pass mal auf, in Wirklichkeit, und das kriegt man in der Schule komischerweise so gar nicht erzählt, obwohl ich es total anschaulich finde, in Wirklichkeit bewegen wir uns die ganze Zeit, alle, immer, mit Lichtgeschwindigkeit, und zwar durch die Zeit. Wir sausen hier in dieser vierten Dimension,
wo auch immer die hindeutet, dieser Vektor da, da bewegen wir uns mit Lichtgeschwindigkeit die ganze Zeit. Voll Karacho. Ja, naja, deswegen merken wir von dieser Raumdimension auch nichts, ja, wenn es eine wäre, weil in dieser Richtung, ja, ist dann ja alles anders. Und wie wir uns durch diese Dimension mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, sobald ich mich jetzt ein bisschen in einer der drei anderen bewege, bewege ich mich um genau diesen Teil weniger in der Zeit. Das heißt, der Vektor, der durch die Raumzeit, der ist immer gleich lang. Das heißt, die Geschwindigkeit durch die Raumzeit, egal wohin ich mich gerade bewege, ist immer gleich lang. In Wirklichkeit bewegen wir uns tatsächlich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Nur solange wir stehen, durch die Zeit. Und nur wenn wir rennen. Und dann wird auch klar, eigentlich drehe ich diesen Vektor nur. Und zwar aus der Richtung Richtung Zeit in Richtung irgendeiner anderen Raumdimension. Deswegen ist auch klar, wenn ich den um 90 Grad drehen möchte, muss ich ihn mit sehr, sehr, sehr viel Energie drehen. So, jetzt kommen wir zum, haben wir nur ganz wenig Zeit, die allgemeine Relativitätstheorie. Die Dinge ändern sich kolossal, wenn sie beschleunigt werden. Das haben wir vorhin schon gesehen. Wenn sich also zwei gleichförmig in zwei verschiedene Richtungen bewegen, aneinander vorbei, relativ zueinander, dann sehen Sie, dass der jeweils andere, bei dem vergeht die Zeit langsamer. Wenn jetzt einer von den beiden rumdreht, wieder zu dem einen hinfliegt, dann wieder langsamer wird, sodass sie wieder gleich schnell sind, dann werden Sie feststellen, der beschleunigt wurde, für den ist die Zeit wirklich langsamer vergangen, weil der hat was von Beschleunigung gemerkt. Der andere war ja unbeschleunigt, der hat sich quasi gar nicht bewegt. Der aber beschleunigt wurde, um den anderen einzuholen, der konnte nicht mehr sagen, ich bin der unbeschleunigte Beobachter, sondern der wusste, weil Beschleunigung kann man messen. Ja? Wenn ich auf einer Rakete stehe oder im Auto sitze, ja, Tesla, Vollgas, dann merkst du Beschleunigung, ja, das kannst du messen. Wenn du dir eine Waage in den Rücken schnallst, dann zeigt die was an, wenn du beschleunigst. So, und diese Beschleunigung, die verändert deine Geschwindigkeit und die verändert natürlich auch den Lauf deiner Zeit. Das heißt, deine Zeit geht dann tatsächlich langsamer und zwar auch in Bezug auf den anderen Beobachter als die des anderen Beobachters. Das heißt, wenn die sich treffen, dann wird die Zeit dessen, der beschleunigt wurde, langsamer vergangen sein als die des anderen. Und jetzt kommen wir da zu einem kleinen Clou. Jetzt hat sich Einstein gedacht, jetzt tun wir doch mal, Leute, gedacht in ein Karussell. Wieder Weltraum, großes Karussell, rund, ja, oder so eine große Raumstation, die dreht sich. Drin steht jemand und wird durch die Zentrifugalkraft an die Wand gedrückt. Ja, für den fühlt sich das so an wie bei uns auf dem Boden. Ja? So, der Boden, der hat jetzt sozusagen Druck, der übt jetzt Druck auf ihn auf, damit er nicht wegfließt. So, das ist genau das Gleiche wie das, was wir erfahren, wenn wir hier auf der Erde stehen. Wenn wir hier stehen und Druck spüren, dann werden wir von diesem Fußboden beschleunigt. Es ist also tatsächlich nicht so, und das ist auch ein großer Irrtum, der gerne gemacht wird, dass die Gravitationskraft eine Kraft wäre, sondern vielmehr ist es die Kraft, die der Boden auf mich ausübt, um mich in dieser Richtung zu beschleunigen, wohingegen das Objekt, das hier frei fällt, unbeschleunigt ist. Das wird nicht beschleunigt, das sieht nur so aus. Das kann man tatsächlich auf eine Art messen, das Experiment könnt ihr wahrscheinlich alle machen. Ihr könnt ein Handy in die Hand nehmen, könnt diese Sensoren, ja, hier Beschleunigungssensoren nehmen, auf einer Graphen anzeigen, dann werft ihr das hoch, fangt es wieder auf, nicht fallen lassen, geht es kaputt und dann seht ihr, dass für den Fall des freien Fluges alle drei Linien genau auf Null waren. Da war keine Beschleunigung. Ich weiß, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe es ja gesehen, ne? Aber es ist so spannend und eine halbe Stunde ist einfach sehr kurz. So, das heißt, wichtiger letzter Aspekt an dem Punkt, die Erdbeschleunigung ist tatsächlich eher die, dass die Erde mich in dieser beschleunigt, in dieser Richtung beschleunigt und nicht, dass es irgendwas anzieht. Das tut es nicht. Ja? Stattdessen folgt das Objekt, das sich hier in dieser Richtung, Richtung Erdmittelpunkt bewegt, einfach nur dem kräftefreien, unbeschleunigten Bewegung. Also jemand, der fällt, wird von sich sagen, Beschleunigung, da merke ich nichts von.
Merke ich nicht, aber ich merke was. Stellt euch morgens auf die Waage, dann merkt ihr was von Beschleunigung. Da zeigt nämlich ein Zeiger was auf. Das ist genau das Gleiche, was ihr sehen würdet, wenn ihr im Weltraum in einer Rakete schwerelos schwebt. Dann sagt ihr, merke ich nichts von. Jetzt gibt die Rakete Gas, dann seht ihr eine Beschleunigung. Das heißt, das, was passiert ist, die Erde beschleunigt euch in dieser Richtung und nicht etwa die Gravitation euch in dieser Richtung. Damit müssen wir leider schon zum Ende kommen. Ich weiß, es ist sehr eingedampft. Wer Bock hat, wir können uns gerne irgendwo in eine Ecke setzen und ich kann noch 3 Stunden weiter darüber erzählen. Haben wir noch Zeit für 2, 3 Fragen? Höchstens eine, glaube ich. Okay. Haben wir eine ganz wichtige Frage? Dann kommt die jetzt ans Mikrofon. Sonst kannst du vielleicht sagen, wo man dich finden kann. Wenn du dir jetzt kurz was ausdenkst, dann werden bestimmt einige sehr freuen. Wo wollt ihr mich denn finden? Es ist völlig egal, nur es macht es einfacher. Haben wir kommt einfach, wer Bock hat, kommt ihr nachher Frage. Hin, dann können wir uns noch irgendwo hinsetzen. So, bei Mikrofon 1, eine ganz wichtige Frage. Ja, ganz kurz gefasst, was ist Beobachtung? Oh, interessant. Das ist wirklich... Danke. Bisher hatten wir nur eine einzige Möglichkeit der Beobachtung und seit kurzem, seit dem LIGO-Experiment, ist eine zweite dazugekommen. Beobachten ist das Erfassen von elektromagnetischer Strahlung. Genau das und nichts anderes. Wir können nichts anderes tun als beobachten elektromagnetische Wellen. Jetzt können wir, seit wieder mal belegt wurde, dass Einstein tatsächlich recht hatte. Einstein hat nämlich Gravitationswellen vorhergesagt und die sind vor einem Jahr oder so und inzwischen auch mehrfach gemessen worden. Seitdem gibt es eine zweite Möglichkeit zu beobachten. Wir können nämlich Gravitationswellen sehen. Die sehen wir nur, wenn sehr, sehr schwere Objekte kollidieren. Das tun die dann aber so doll, dass binnen Millisekunden mehrere Sonnenmassen an Materienenergie zerstrahlt in Form von Gravitationswellen. Und die können wir hier auf der Erde messen und da können wir sogar sehen, weil es inzwischen viele, also mehrere solche Dinge gibt, aus welcher Richtung das kam und dann hinschauen, was an dieser Stelle elektromagnetisch passiert. Das heißt, seit ganz kurzem haben wir eine zweite Möglichkeit zu beobachten. Sonst kann man nur elektromagnetisch beobachten. Okay, das muss jetzt leider echt das Ende sein, weil wir haben schon ein bisschen überzogen. Also, danke für eure Aufmerksamkeit und nochmal einen Riesenapplaus für Steini. Vielen Dank.